Im Wildwasser oder aus Aquakultur, für viele ist Räucherlachs eine Delikatesse. Aber können wir ihn bedenkenlos genießen? Und schmeckt man den Unterschied zwischen geräuchertem Zuchtlachs und Wildlachs aus dem Kühlregal? Wir testen geräucherten Wildlachs von Aldi, Edeka und ein Markenprodukt von Friedrichs, sowie geräucherten Zuchtlachs von Lidl, Rewe und von Norfisk, gekauft bei Netto. Gut gekühlt bringen wir die Proben in ein unabhängiges Lebensmittellabor für Mikrobiologie, denn Räucherlachs ist sehr empfindlich. Räucherlachs ist ein leicht verderbliches Produkt, das in der Regel roh verzehrt wird. Von daher sind krankmachende Keime wie Listerien überhaupt nicht tolerierbar. Bei kaltgeräucherten Fischerzeugnissen wie Räucherlachs werden EU-weit am häufigsten Grenzwertüberschreitungen für Listerien festgestellt. Erst im vergangenen Jahr mussten mehrere Produkte aus dem Verkauf genommen werden. Während die Lebensmittelchemiker im Mikrobiologielabor nach gefährlichen Keimen fahnden, machen wir bei einem Fischereiverein die Geschmacksprobe. Mit von der Partie bei unserer Blindverkostung sind drei Fischkenner. Heinz-Joachim Schulz, bin begeisterter Angler. Frank Bau und ich bin Gelegenheitsangler. Janik Bürger und ich bin Fischhändler und Gastronom. Und los geht's mit dem Aldi-Wildlachs. Bewertet werden Aussehen. Also von der Farbe her für mich der schönste Lachs. Der ist sehr schön geräuchert. Geruch. Riecht sehr gut. Sehr fest. Konsistenz. Schmeckt auch sehr fest im Mund. Und Geschmack. Das sollte Wildlachs sein, ja. Das sollte Wildlachs sein, ja. Ist auch lecker, gute Konsistenz. Es ist sehr, sehr ausgewogen, wunderschön. Jetzt der Zuchtlachs von Lidl. Das erste war eine Grete. Die Farbe ist etwas blasser, Raucharoma ist sehr intensiv, ja. Aber auch Salz, ne? Mir persönlich wäre der jetzt doch zu salzig. Aber der Räucherlachs sollte Salz ein bisschen dezent sein, ne? Genau, man muss auf jeden Fall den Räuchergeschmack und den Lachs, den Fisch selber noch schmecken, ne? Und Friedrichs? Vom Aussehen her schon nicht ansprechend. Sieht einfach wie künstlich aus. Sehr fest im Mund und auch viel zu viel Salz. Schmeckt überhaupt nicht mehr nach Fisch. Ist kein Lachsprodukt für mich, vor allem auch nicht geräuchert und auch viel zu stark gesalzen. Während unsere Tester weiter probieren, wird der Lachs in einem anderen Labor auf Nematoden untersucht. Die Fadenwürmer sind mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Sie kommen vor allem bei Wildlachs vor. Laut EU-Verordnung muss Wildlachs zum Schutz vor Parasiten in der Regel tiefgefroren werden. Durch diesen Prozess werden die Parasiten abgetötet. Das heißt, wenn man in Lachs Fadenwürmer bzw. Parasiten findet, dann sind die eher tot. Das ist zwar unappetitlich, aber gesundheitlich unbedenklich. Außerdem im Fokus Dioxine und Etoxiquin. Seit Anfang 2021 ist Etoxiquin, ein krebsverdächtiger Fischfutterkonservierungsstoff, verboten. Dioxine sind hochgiftige Schadstoffe. Deshalb wurde die akzeptable Aufnahmemenge von Dioxinen erst kürzlich deutlich gesenkt. Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen, die sind lebertoxisch, die stören das Nerven- und Immunsystem und die stehen unter Krebsverdacht. Darüber hinaus, die reichern sich in Fettgewebe an und die bauen sich sehr langsam ab und können ihre schädliche Wirkung über viele Jahre entfalten. Von daher sollten die so weit wie möglich vermieden werden. In der Zwischenzeit probieren unsere Tester den Wildlachs von Edeka. Geruch ist auch wieder sehr extrem. Von der Struktur her sieht er gar nicht schlecht aus. Der sieht super aus. Geschmacklich gefällt er mir nicht. Geschmacklich ist das eine Katastrophe. Da ist ja so viel Salz drin. Man schmeckt gar nichts anderes mehr. Schade. So ein bisschen wie pökelt. Wie so eine Salzummantlung. Dann der Rewe-Zuchtlachs. Sehr blasses Tier und ähnelt eher vom Stück her so einem Stück Rindfleisch wie einem Stück Lachs. Vom Salz her finde ich auch, geht, angenehm. Von der Konsistenz her ist er okay. Aber ein bisschen laff von dem ganzen Aroma. Also man schmeckt eigentlich nur den Fettgehalt. Zuletzt der Zuchtlachs von Norfisk. Der Geruch ist seltsam. Da brauchst du eine Menge Mut. Also vom Geschmack her eine mittlere Katastrophe. Nee, das ist nicht gut.
Das ist irgendwas Künstliches. Das hat mit Fisch gar nichts zu tun und mit Lachs auch nicht. Ganz komisch. Und welcher Lachs passt zum Weihnachtsfest? Das Geschmacksergebnis unserer Tester. Sehr gut für den Aldi-Wildlachs. Noch okay die Zuchtlachse von Lidl und Rewe. Kaum überzeugend der Wildlachs von Friedrichs und Edeka sowie der Zuchtlachs von Norfisk. Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Alle Lachse haben eine weite Reise hinter sich. Die drei Wildlachse stammen aus dem Nordostpazifik bei Alaska. Die Zuchtlachse kommen aus Norwegen und Schottland. Von dort aus ging es für alle zum Räuchern und Verpacken nach Polen. Und schließlich in den Verkauf nach Deutschland. Was sagen die Siegel über die Nachhaltigkeit aus? Die drei Wildlachsprodukte von Friedrichs, Edeka und Aldi sind MSC-zertifiziert. Bei Aldi lässt sich der Produktionsweg über den QR-Code zurückverfolgen. Gut so. Wie beurteilt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale das MSC-Siegel? Das MSC-Siegel kann als erste Orientierung gelten. Aber leider sind auch einige Fanggebiete bereits überfischt, die solch ein Siegel tragen, wie zum Beispiel Russland. Hier immer Produkte aus Alaska wählen. Der Lidl-Zuchtlachs hat ein ASC-Siegel, der Rewe-Lachs ein GGN-Siegel. Bei letzterem muss man gleich 2 13-stellige Nummern eingeben, um Erzeuger und Verarbeiter zu finden. Der Norfisk-Zuchtlachs von Netto hat gar kein Siegel. Wenn es um Aquakultur geht, garantieren ASC und GGN-Produkte eine bestimmte Besatzdichte. Hier können aber die Fische Futter aus Wildfang erhalten oder gentechnisch verändertes Futter. Das ist bei Bio verboten und deshalb ist Bio die bessere Wahl. Im Labor sind inzwischen alle Untersuchungen abgeschlossen. Ja, erfreulicherweise waren alle geprüften Produkte aus mikrobiologischer Sicht von hervorragender Qualität. Krankmachende Keime konnten nicht gefunden werden. Auch das Konservierungsmittel Etoxiquin wurde in den Proben nicht nachgewiesen. Die Dioxinwerte, die lagen unter dem Höchstgehalten, die in der EU festgelegt sind. Eine gute Nachricht, aber bei 5 Produkten hat das Partnerlabor keine Nematoden nachgewiesen. Bei 1 Produkt war das Ergebnis im Grenzbereich. Hier sollte der Hersteller seine Kontrollmaßnahmen überprüfen. Edeka schreibt uns auf Nachfrage: Wir versichern Ihnen, dass der Hersteller alle erforderlichen Maßnahmen ergreift, Nematoden zu erkennen und zu entfernen. Dennoch ist das Vorkommen von Nematoden im Wildlachs nicht zu 100% vermeidbar. Im Labor keine Beanstandungen bei unseren Lachsen. Ausnahme die Nematodenuntersuchung. In 5 Proben wurden keine Fadenwürmer gefunden. Der Wildlachs von Edeka Gut und Günstig enthielt zwar Fadenwürmer, aber noch im für den Verkauf zulässigen Bereich. Fazit: Geschmacklich top und preislich noch im Mittelfeld der Wildlachs von Aldi. Damit kann das Weihnachtsfest ruhig kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Das geht hier und mehr von Marktcheck gibt's auch hier und hier.